Beginnen werden wir die Einführung in den Grundkurs auch mit einer Einführung in den allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Bürgerliche Gesetzbuch ist die Quelle, aus der wir unsere Erkenntnis, unsere Rechtskenntnis im Wesentlichen schöpfen, wenn wir uns über das bürgerliche Recht unterhalten. Das bürgerliche Recht, eine Materie, die so alt ist wie das Recht schlechthin. Ich habe ja schon in der Vorlesung zur römischen Rechtsgeschichte darauf hingewiesen, dass alles Recht im Kern, im Ursprung Privatrecht ist. Und das werden wir uns ja in der Vorlesung römische Rechtsgeschichte auch genauer anschauen. Und ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ursprünglich die Vorlesung römische Rechtsgeschichte so konzipiert gewesen ist, dass sie uns unmittelbar auf das bürgerliche Recht, auf das BGB hinführt, an deren Ende ja dann auch gleichsam die Frucht des römischen Rechts steht, nämlich das BGB als Frucht der Pandektistik des 19. Jahrhunderts. Und zu diesem Recht müssen wir uns heute zunächst mal verständigen. Und der erste Teil in diesem Grundkurs beschäftigt sich also mit ein wenigen einführenden Worten, nämlich zum System des bürgerlichen Rechts. In der Einführung in die Rechtswissenschaft im letzten Semester habe ich darauf hingewiesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, sich der Rechtswissenschaft zu nähern. Das eine ist induktiv und das andere ist deduktiv. Wenn wir uns induktiv nähern, dann heißt es, wir schauen uns konkrete Fälle an und reihen die Fälle aneinander und aus diesen Fällen, die man sich dann anschaut, einzelne konkrete Rechtsfälle, etwa ein Verkehrsunfall oder ein Vertragsbruchsfall oder einen familienrechtlichen Fall, in dem es um Sorgerechtsstreitigkeiten geht oder was auch immer, da kann man sehr viele Fälle sich anschauen und dann hat man nachher eine Menge von Kasuistik, die einen den Kopf vernebelt. Und der Grundgedanke eines Systems ist nun mit der Vielfältigkeit dieser bunten Anzahl von Einzelfallentscheidungen systematisch umgehen zu können. Das ist der Gedanke des Systems, ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes, dass wir die Kasuistik verlassen können und damit die Grundlinien des Rechts erkennen können. Die Wissenschaftlichkeit beginnt, indem ich diese Grundprinzipien erörtere. Und diese Grundprinzipien sollen heute im Zentrum stehen. Und deswegen nähern wir uns dem System des bürgerlichen Rechts zunächst mal über den Begriff des bürgerlichen Rechts. Der Begriff des bürgerlichen Rechts scheint ja etwas antiquiert zu sein. Das Bürgerliche ist für manche eher das Spießige. Es gab sogar Zeiten und insbesondere aus einer konkreten Ideologie heraus würde man das Bourgeoise als etwas, was mit der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Kapitalismus verknüpft ist, immer bekämpfen wollen. Und in der Tat hängt der Begriff des Bürgerlichen auch eng mit diesem Ressentiment zusammen. Und trotzdem ist er eben so wichtig wie eh und je, der Begriff des Bürgerlichen. Was ist also das bürgerliche Recht? Der eine Punkt ist, dass man sich dem bürgerlichen Recht gar nicht so über den Begriff nähern muss und einfach sagen, das bürgerliche Recht findet sich vor allem kodifiziert und niedergeschrieben in einem bürgerlichen Gesetzbuch. Und dieses bürgerliche Gesetzbuch und überhaupt in Gesetzestexten, die sich um das bürgerliche Recht in irgendeiner Form ranken, gibt es nun verschiedene Gesetzessammlungen und die spielen natürlich eine Rolle, denn ganz ohne Gesetz werden wir uns der Rechtsmaterie nicht nähern können. So wie ein berühmter Rechtswissenschaftler es ja formuliert hat, dass ein Blick ins Gesetz die Rechtsfindung und die Rechtserkenntnis befördern könnte. Und der Mercedes unter allen Gesetzessammlungen oder Gesetzestexten für das Privatrecht insgesamt, ich komme noch zu der Unterscheidung zwischen Privatrecht und bürgerlichem Recht, findet sich im sogenannten Schönfelder. Das ist eine lose Blattsammlung. Man sieht gelegentlich Anwälte, Richter oder sogar Jurastudenten mit zwei solchen dicken lose Blattsammlungen herumlaufen. Der Schönfelder beinhaltet dann die gesamte Sammlung an relevanten Gesetzestexten zum Privatrecht. Und das Pendant dazu ist der sogenannte Sartorius, etwa genauso dick. Da
findet man die ganze Materie des öffentlichen Rechts versammelt. Für uns in dieser Hinsicht zunächst noch nicht interessant. Wer immer so eine Gesetzessammlung mal gesehen hat, meine Empfehlung, erstmal die Finger davon lassen, weil es klingt zwar ganz schön, wenn man alle Gesetze sozusagen in einer Sammlung beisammen hat, aber das Problem ist doch, dass man hier permanent nachsortieren muss. Und je aktiver der Gesetzgeber ist, dann kann man schon mal im Jahr so bis zu 30 bis 50 Nachlieferungen haben, die einem das Leben dann doch recht sauer machen. Die etwas einfachere Variante der Gesetzessammlung ist diese von Nomos herausgegebene. Die ist dann auch recht hübsch gleich so gestaltet, dass man sieht, aha, das schwarze Buch beinhaltet offensichtlich das Zivilrecht, das rote das Strafrecht und das gelbe das öffentliche Recht, also so in den Farben Schwarz, Rot, Gold, das deutsche Recht, findet sich dann hier in der klassischen Systematik der drei großen Säulen des Rechts, nämlich Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Das ist also eine Sammlung, ja, die kann man sich zulegen, viele laufen damit rum, aber meine Empfehlung wäre tatsächlich, nehmen Sie einfach die DTV-Textsammlung, kostet 5 Euro irgendwas. Ist also auch erschwinglich, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Text. Das bürgerliche Gesetzbuch, und man sieht hier schon im Untertitel, es finden sich noch weitere Gesetze, die mit aufgenommen sind. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Produkthaftungsgesetz, das Wohnungseigentumsgesetz, Erbbaurechtsgesetz und so weiter. Alles Gesetzesmaterien, die nun vielleicht nicht mehr zum engeren Kreis des bürgerlichen Gesetzbuchs und zum bürgerlichen Recht gehören, aber auf jeden Fall eben zum Privatrecht im weiteren Sinne. Auf das eine oder andere werden wir im Laufe der Vorlesung auch noch eingehen, aber auf jeden Fall reicht es für diese Vorlesung, und man kommt auch im täglichen Leben mit dieser Textsammlung sehr gut hin. Es bedarf nicht einer der dicken Sammlungen Schönfelder, Sartorius oder eben auch der Nomos-Sammlung. Aber das kann jeder handhaben, wie er oder sie es möchte. Meine Empfehlung, eine aktuelle Auflage des BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, im DTV. Damit ist ein Teil der Frage beantwortet, was denn bürgerliches Recht ist. Es ist im Kern das, was im bürgerlichen Gesetzbuch drinsteht. Ja? Ob man etwa die Regelungsmaterie des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder des Produkthaftungsgesetzes und so weiter auch noch zum bürgerlichen Recht zählen möchte, das darf bezweifelt werden. Ja? Selbst das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ja, das mittlerweile eine recht dominante Stellung innerhalb des bürgerlichen Rechts gefunden hat, ist außerhalb des BGB geregelt, während umgekehrt das Verbraucherrecht innerhalb des BGB geregelt ist. Also insoweit zu systematischen Fragen werde ich ja gleich noch kommen. Jedenfalls sollte man sich nicht irritieren lassen. Es ist nicht so, dass man glauben kann, dass alle wesentlichen Materie, die sich mit dem Privatrecht beschäftigt, auch zugleich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Es gibt eben noch Nebenmaterien, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Wenn wir den Ausgangspunkt wählen, auf den ich ja schon hingewiesen habe, nämlich, dass wir, wenn wir uns mit dem bürgerlichen Recht beschäftigen, im Grunde in einer Tradition stehen, die jetzt über 2500 Jahre alt ist, nämlich mit der römischen Rechtsgeschichte, mit der römischen Privatrechtsgeschichte, und die römische Rechtsgeschichte ist im Wesentlichen eine Privatrechtsgeschichte und es ist im Wesentlichen eine Geschichte des Jus Civile. Und damit sind wir schon bei dem originären Begriff, das Jus Civile, also das Zivilisierte, ist nichts anderes als das Bürgerliche. Jus Civile, das ist also der lateinische Begriff, während eben der deutsche Begriff das Bürgerliche ist. Ja, der Bürger ist im Grunde der Civis im Lateinischen. Und deswegen findet sich auch häufig synonym zum bürgerlichen Recht eben auch der Begriff des Zivilrechts. Insoweit ist der Begriff des Zivilen
deutlich umfassender. Den findet man auch durchaus aktuell in einer moderneren und positiven Konnotation, wenn etwa von einer Zivilgesellschaft die Rede ist. Ja, dann meint das im Grunde auch unter Vermeidung des Bürgerlichen, weil das Bürgerliche eben historisch etwas Anrüchiges hat, komplett Ähnliches, nämlich es bezieht sich auf den oder die Bürger, die eben in einem Gemeinwesen leben, und entsprechend, wenn man nur rechtsvergleichend schaut, dann findet man eben auch neben dem bürgerlichen Recht, das vor allem für den deutschen Sprachraum, vor allem Österreich hat ein allgemeines bürgerliches Gesetzbuch und wir in Deutschland haben eben das bürgerliche Gesetzbuch. Dann die Schweizer haben auch den Begriff des Zivilgesetzbuchs gewählt, nachdem sie ursprünglich das Obligationenrecht hatten, Obligatio, also vor allem eine schuldrechtliche Kodifikation. Aber vor allem die romanischen Länder, also Italien, Spanien, Frankreich, haben ganz explizit das Zivile noch in ihrem Namen des bürgerlichen Gesetzbuches, so wie es bei uns heißt, der Code Civil, also das französische Code Civil oder italienische Codice Civile oder eben das spanische Código Civil. Das sind noch ganz klare Anklänge, und ich habe auch in der Geschichte des römischen Rechts in der Einleitung ja auch schon darauf hingewiesen, dass aktuell oder seit längerem schon, wenn es um die Frage geht, der Vereinheitlichung des Rechts in Europa, auch nicht von einem bürgerlichen Recht für Europa gesprochen wird, sondern von einem europäischen ZGB, also einem europäischen Zivilgesetzbuch. Und wie gesagt, der Begriff des Zivilen, den trifft man sehr viel häufiger. Schon der Begriff der Zivilisation oder dass jemand sich zivilisiert benimmt. Als man sieht hier in diesem Kontext schon noch den antiken Kontext zivilisiert, sich verhalten, während das andere eben barbarisch ist. Dieses Gegensatzpaar haben wir ja in der Rechtsgeschichte kennengelernt. Und Zivilisation ist eben ein Ausdruck für eine Kultur, in der es ja zivilisiert zugeht. Und warum geht es in dieser Zivilisation zivilisiert zu? Weil es dort eben so ist, dass sich die Bürger in diesem Gemeinwesen der Zivis, die haben sich also ein Recht gegeben und sie leben nach diesem Recht. Das ist also eine Stufe, in der der Mensch aus einem Naturzustand heraus in einen zivilisierten Zustand übergeht und sich nicht gegenseitig den Kopf einschlägt, sondern dass man sich gegenseitig achtet und Regeln setzt. Gleichwohl ist dieser Begriff, der erst später für die Neuzeit relevant geworden ist, als Gegensatz für die Antike noch nicht in dem Maße relevant, sondern das Jus Civile ist dort immer verstanden als ein Gegenbegriff zum Jus Naturale. Auch das, darauf habe ich im letzten Semester hingewiesen im Rahmen der Rechtsgeschichtsvorlesung, dass dieses Jus Naturale als ein natürlicher Rechtszustand, in dem man sich befindet, ein Rechtszustand ist, der unabhängig von der konkreten Verfasstheit in einer Kommune, in einer Polis, in einem konkreten, heute auf die Gegenwart übertragen, also in einem Gemeinwesen, das sich Regeln gibt, dem gegenüber steht eben das Jus Naturale, das Naturrecht, das eben nicht von Menschen gesetzt ist, sondern darüber steht. Und dieser Gegensatz vom Jus Naturale oder Jus Naturae und Jus Civile ist ein ganz maßgeblicher und wesentlicher, weil aus diesem Gesichtspunkt heraus ergibt sich sofort ein anderer Gesichtspunkt, der uns ja in der Rechtsphilosophie-Vorlesung beschäftigt, nämlich das Jus Positivum. Ja, das Jus Positivum ist das Recht, das die Menschen sich selber geben, das aufgestellte Recht, das künstlich ersonnene Recht, so könnte man es auch sagen, das Recht, das dann eben auch durchaus im Gegensatz zum Jus Naturale, zum Jus Naturae verstanden wird. Dieses Gegensatzpaar spielt dann eben auch eine Rolle vom Jus Civile zum Jus Gentium. Auch darauf hatte ich in der Rechtsgeschichtsvorlesung ja schon hingewiesen, dass die Frage,
Wie, bitteschön, ist es möglich, dass man das Naturrecht erkennt, also ein Recht, das Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch, anders als eben das Jus Civile, bei dem man schon früh in der Antike eben wusste, dass das Zivilrecht, das bürgerliche Recht, das Recht der Bürger des jeweiligen Gemeinwesens, dass diese Rechte eben durchaus willkürlich sein können und nichts mit dem Jus Naturae zu tun haben. Darüber steht dann eben der Gedanke des Jus Gentium, dass allen Völkern gemeinsame Recht. Ja, über dem Jus Civile, über dem bürgerlichen Recht als neuer Gegensatzpart steht eben das Jus Gentium. Und auch darauf habe ich ja dann schon hingewiesen in der Vorlesung zur römischen Rechtsgeschichte. Die Vorstellung für Europa ein einheitliches Zivilgesetzbuch, ein einheitliches Recht zu schaffen, geht vor allem jetzt von der Tradition des Jus Gentium aus. Das heißt, es ist vor allem ein Projekt der Rechtsvergleicher. Man schaut sich also das Recht an, wie es in Polen, in Frankreich, in Großbritannien, na gut, Großbritannien ist raus aus der EU, Italien, Spanien und so weiter ist, und vergleicht dann diese Rechtsmaterien miteinander und sagt, schaut, alles das, was diese einzelnen bürgerlichen Rechte, diese einzelnen nationalstaatlichen Zivilrechte als Rechtsprinzipien und Rechtsinstitute haben, an Regelungen haben, das muss Jus Gentium sein und daraus könnten wir doch ein allgemeines europäisches Zivilrecht konstruieren. Das ist also eine alte Vorstellung. Diese alte Vorstellung liegt eben auch dem Gedanken der Renaissance des römischen Rechts zugrunde, dass man eben davon ausgeht, wir hatten doch schon mal so etwas wie ein Universalrecht, nämlich das römische Privatrecht. Darauf sollten wir auch wieder zusammenschauen. Hier noch das Zitat, das in diesem Kontext gehört von Gaius in seinen Institutionen, dass alle Völker, die durch Gesetze oder Gewohnheiten geleitet werden, teilweise ihr eigenes und teilweise das allen Menschen gemeinsame Recht befolgen, denn das Recht, das ein Volk sich selber gibt, ist ihm allein eigen und heißt Jus Civile, also das bürgerliche Recht, das Zivilrecht. Und das bedeutet etwa, dass einem Staat Civitas eigentümliche Recht. Das Recht aber, das die natürliche Vernunft unter allen Menschen begründet, wird in gleicher Weise bei allen Völkern befolgt und heißt Jus Gentium. Wenn also, wie gesagt, ein Vereinheitlichungsprojekt und die Idee eines Universalrechts besteht, dann wird man schauen, okay, was können wir denn aus dem deutschen bürgerlichen Recht und dem französischen Code Civil oder aus dem italienischen Codice Civile finden? Welche Rechtsinstitute sind denn da identisch? Was können wir denn daraus schöpfen, um eine gemeinschaftliche Rechtsmaterie zu schaffen? Und das geht über den Weg der Rechtsvergleichung. Das ist also die alte, antike Vorstellung von dem, was das bürgerliche Recht ist. Es setzt das Recht, das in einer Polis, in einem Gemeinwesen gilt, allen anderen Rechtsvorstellungen, die vielleicht darüber hinausgehen, gegenüber. In der Neuzeit und vor allem in der Aufklärung kommt ein Gedanke hinzu, den ich schon am Anfang angesprochen habe, nämlich das, was mit dem Naturrecht auch verbunden sein kann, und zwar in der brutalsten Art und Weise, nämlich dass es im Naturrecht gleichsam nur das Recht des Stärkeren gibt, also ein reines darwinistisches Rechtsprinzip, das Überleben des Stärkeren. Das ist das, was klassischerweise für die Biologie das zentrale Gesetz ist, und da Menschen auch biologische Wesen sind, gilt für sie mehr oder weniger auch das Grundgesetz des Kampfes um das Überleben. Und in diesem Kampf, des Kampfes aller gegen aller, das ist der Status Naturalis, hat jeder alles Recht, was er sich nur nehmen will, wenn er nur stark genug ist, dieses Recht eben auch durchzusetzen. Und für die Aufklärung war es nun ganz entscheidend, dass der Mensch aus diesem Status Naturalis, wo er sein Recht auf
nach eigenem Gutdünken durchsetzt, gleichsam in der Konstellation bei Thomas Hobbes im Bürgerkrieg, muss der Mensch vom Status Naturalis in den Status Civilis, also in den bürgerlichen Zustand, übergehen. Und dieser Übergang in den bürgerlichen Zustand ist der erste wesentliche Schritt, wenn man auf dem Weg zum ewigen Frieden sich vorstellt und die Frage vorlegt, was müssen wir tun, damit die Menschen sich nicht gegenseitig bekriegen. Und dieser Ausgang aus diesem Status Naturalis ist, ja, also man kann alle möglichen Naturrechtler nehmen, das war Konsens im 17. Jahrhundert, dass dieser Ausgang aus dem Gewaltzustand des Naturrechts hinein in einen bürgerlichen Zustand erforderlich ist. Aber bei Kant ist es eben am feinsten ausgedrückt, der nichtrechtliche Zustand heißt der natürliche Zustand, ja, das ist der Status Naturalis, das heißt dort, wo kein Recht gilt, wo es keine staatliche Instanz gibt, die irgendein Recht durchsetzen könnte. Und ihm wird der bürgerliche, das ist der Status Civilis, entgegengesetzt. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Der trifft zwar schon auch den Kern der antiken Vorstellung von dem, was bürgerliches Recht ist, aber eben jetzt auf der vernunftrechtlichen Ebene der Begründung des bürgerlichen Status setzt eben voraus, dass man sich von gleich zu gleich behandelt und hier eben als Bürger betrachtet, weil alle sind gleich in einem Kontext gleicher Rechte. Ja, das ist der Grundgedanke der Aufklärung, der ja dann bekanntlich mit der Französischen Revolution auch radikal umgesetzt wurde. Man sprach sich dann eben auch mit Bürger an. Ja, hallo Bürger. Man achte mal darauf, ob und inwieweit im aktuellen politischen Diskurs Menschen noch als Bürger angesprochen werden. Unsere Kanzlerin vermeidet diesen Begriff, soweit ich das verfolgt habe, sehr stark, indem immer gesagt wird, die Menschen in diesem Lande. Ja, wir sind nicht mehr Bürger in diesem Lande, sondern wir sind Menschen. Und dann gibt es eben die Menschen, die schon länger hier leben und dann gibt es die Menschen, die noch nicht so lange hier leben und so weiter. Aber die Vorstellung, dass wir in einem Status Civilis sind, also in einer staatlichen Ordnung, in der es eben dann auch die Rechtsunterworfenen gibt, den Bürger, bricht natürlich auf. Auch das haben wir ja gesehen im vergangenen Semester in der Vorlesung zur Rechtsgeschichte. Bricht auf, wenn man eben aus dem nationalstaatlichen Denken heraus will. Wenn man eben aus dem nationalstaatlichen Denken heraus will, dann bricht man ja im Kern dieses bürgerliche Konzept auf. Und kommt in einen eher menschenrechtlichen Status, was immer das dann sein soll. Das ist ja das, woran im Moment massiv gearbeitet wird. Aber ich nehme den Blick hier mal komplett aus der Zukunft raus, weil das ist Gegenstand der Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie. Wir sind im bürgerlichen Recht und das bürgerliche Recht setzt gleichsam den Status Civilis und den Bürger eben auch voraus. Der Bürger ist derjenige, der den Rechten unterworfen ist und sich auch durchaus freiwillig aus Vernunftgründen diesem Recht unterwirft, weil er eben diesen Status Naturalis als diesen Gewaltzustand, von dem ja Thomas Hobbes spricht, verlassen will. From Status to Contract, so wurde dieser Prozess auch bezeichnet von Henry Sumner Mayne, auch den haben wir in der Einleitung zur römischen Rechtsgeschichte ja schon gehört, dass hier hat er gesagt, eben, dass die älteste Entwicklung des Rechts, des römischen Rechts, sich zwischen zwei Kodifikationen abspielt, nämlich den 12 Tafeln und dem Corpus Juris Civilis. Auch da steckt ja der Begriff des Zivilen drin, Corpus Juris Civilis, also im Grunde eine Sammlung der bürgerlichen Rechte, ja, also des bürgerlichen Rechts. Da wird schon deutlich, dass im Grunde das römische Recht, wenn man es eben betrachtet als das, was im Corpus Juris Civilis verankert und niedergelegt ist, im Kern eben bürgerliches Recht ist. Und der entscheidende inhaltliche Aspekt, der wird eben von Mayne auf die Formel gebracht, we may say that the movement of a progressive society has hitherto been a movement from status to contract. Was meint das? Dass im
Grunde genau dieses Vertragsrechtsmodell, wie wir vom Status Naturalis in Status Civilis kommen, nämlich indem jeder auf seine Gewalt verzichtet und die Bürger schließen untereinander einen Friedensvertrag gleichsam, man verträgt sich. Und da steckt eben der Gedanke des Contracts drin, also der Vertrag, sich vertragen. Man verträgt sich, das ist also dieses Vertragsmodell der Begründung des bürgerlichen Gemeinwesens aus der Vernunftrechtstradition. Und diese Entwicklung, von der Maine eben spricht, ist, dass Rechte nicht mehr auf der Basis angeborener Statusrechte zugeordnet wird. Also du kannst Glück haben und bist das Kind einer adligen Familie, dann hast du von vornherein andere Rechte, als wenn du Pech hast und irgendwo auf der Straße oder auf dem Dorf als Sohn eines Bauern oder einer Bettlerin oder Wäscherin oder sonst wo geboren wurdest. Das heißt, diese ganzen Vorstellungen der Geschichte, die wir als eine große Geschichte der Ungerechtigkeit hin zu einer gerechteren Welt auch interpretieren können, ist bei Maine beschrieben als die Entwicklung vom Status to Contract, soll also heißen, dass hier ein Zustand eintritt, in dem das bürgerliche Recht das Recht ist einer ständelosen Gesellschaft. Es gibt nicht mehr den Stand. Ja, alle Stände sind aufgelöst, es gibt nur noch Gleiche untergleichen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, mit dem der Begriff des Bürgers, jedenfalls Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, auf das Engste verknüpft gewesen ist. Wie gesagt, im Zuge der Französischen Revolution spricht man sich dann eben als Bürger an. Das ist ein Titel, nicht als Herr oder als Lord oder als Marquis oder als was auch immer, sondern jeder ist Bürger und das heißt von gleich zu gleich. Bürgerliches Recht ist also insoweit das Recht der ständelosen Gesellschaft und damit durchaus positiv konnotiert. Wie kam es nun zur negativen Konnotation des Bürgerlichen? Ja, das hängt natürlich dann auch mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts zusammen. Und diese Geschichte des 19. Jahrhunderts ist natürlich eine Geschichte, wenn man sie politisch oder eben ideengeschichtlich sieht, in der der Gedanke des Liberalismus, also der Freiheit, an oberster Stelle steht. Freiheit. Ja, wenn also das Recht sich dadurch konstituiert, dass man im Wesentlichen sagt, der Staat hat sich aus allem rauszuhalten und es ist ein Recht der Gleichen und die Bürger regeln diese Rechtsangelegenheiten durch Vertrag miteinander, ja, dann ist das genau der Aspekt, den wir heute als Marktwirtschaft oder als freien Markt begreifen, dass also die Bürger miteinander interagieren und ihre Rechte dem anderen eben entsprechend abtreten oder eben in freiwilliger Weise, ich benutze jetzt absichtlich hier, wer es sehen könnte, die Finger, um Anführungszeichen zu machen, in freiwilliger Weise, so die Vorstellung, jedenfalls begibt man sich nicht nur der Rechte, sondern eben auch geht Pflichten ein. Und das ist das Wesen der Verträge. Bis man dann, und das ist ja dann die Entwicklung ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Marx, Engels, überhaupt die ganze Geschichte des Kommunismus, die ja davon ausgeht, dass dieser Liberalismus, diese Freiheit, eigentlich die Freiheit des Fuchses im Hühnerstall ist, weil derjenige, der wirtschaftlich stärker ist, also derjenige, der, so wie es in der marxistischen Lehre dann heißt, Inhaber der Produktionsmittel ist, der kann dem anderen die Vertragsbedingungen oktroyieren und damit ist es keine Freiheit für den Tagelöhner, wenn er sozusagen das Minimum erwerben will, um seine Familie oder sich zu ernähren, dass er sozusagen die Bedingungen des Fabrikbesitzers einfach immer akzeptieren muss und keine Möglichkeiten hat, hier etwas besser zu machen. Das heißt, diese Freiheit und dieser Liberalismus des 19. Jahrhunderts wurde extrem kritisch gesehen und mit dieser Kritik am Liberalismus verknüpft ist dann natürlich auch die Kritik am Bürgerlichen. Also für alle, die diese historischen Zusammenhänge und damit auch die negative Konnotation des Bürgerlichen irgendwie auf der Zunge noch spüren, ja, dieser Begriff, der diese negative Konnotation hat,
hängt eben mit der Kritik an den sozialen Verhältnissen und ökonomischen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts zusammen. Und die ganze Entwicklung, die Entwicklung der sozialen Frage, die Entwicklung des Arbeitsrechts als im Wesentlichen Arbeitnehmerschutzrecht und so weiter, ist eigentlich erst ein Prozess, der Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt, in dem also die soziale Frage stärker auf den Schirm kommt. Bismarck hat ja schon noch begonnen mit den Sozialgesetzen und der Idee des Wohlfahrtsstaates, dass also der Staat auch für diejenigen sorgen muss, die eben in dieser liberalen Welt unter die Räder kommen. Das ist natürlich ein langer Prozess und der hat durchaus dazu geführt, dass man das Bürgerliche, das Bourgeoise kritisch sieht und bis heute eben durchaus kritisch sieht. Ändert aber nichts daran, dass eben für uns ganz wesentlich die zentrale Frucht des 19. Jahrhunderts dieses ursprüngliche bürgerliche Gesetzbuch ist und die Leitprinzipien, die sind, dass es um die Freiheit geht. Das werden wir im Detail sehen. Das war jetzt so ein kleiner historischer Exkurs hin zur Systematik des bürgerlichen Rechts. Wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen, denn wenn wir die ein oder andere Regelung im BGB auch in der weiteren Entwicklung dann im 20. Jahrhundert durchaus kritisch gesehen wurde oder dann bis hin zur großen Schuldrechtsmodernisierung, das BGB wurde ja öfter geändert und modernisiert, vor allem im Familienrecht, aber vor allem das Schuldrecht, einer der wesentlichen Kernstücke des ursprünglichen BGB, wurde mit dem sogenannten Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2002 doch grundsätzlich modifiziert. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. So ist es jedenfalls, dass sich das ganze Gesetzbuch durchaus nicht mehr als ein in sich konsistentes Stück verstehen lässt, sondern so wie man das ja im Grunde auch schon im 19. Jahrhundert gesehen hat oder auch schon Johann Wolfgang Goethe kritisch auf die Parolen der Französischen Revolution, Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, abgezielt und schon deutlich gemacht, dass diese drei politischen Prinzipien sich gegenseitig eher bedingen, ausschließen. Ja, also wenn ich eine Gesellschaft stärker auf Freiheit ausrichte, dann muss ich in Kauf nehmen, dass es eben Ungleichheiten gibt. Wenn ich eine Gesellschaft stärker auf Gleichheit ausrichte, wie es ja dann in den sozialistischen Gesellschaften, insbesondere dann gerade wir in Deutschland, konnten das ja historisch gut beobachten, neben der Bundesrepublik Deutschland eben die Deutsche Demokratische Republik, in der eben der Aspekt der Gleichheit stärker im Vordergrund stand, dann ist es tatsächlich so, dass es niemanden gibt, der viel mehr als weniger als 600 Mark verdient. Es gibt aber auch kaum jemanden, der mehr als 2000 Mark verdient. Das heißt, das Spektrum der Gleichheit ist hier viel stärker ausgebildet. Es gibt dann eben eine Regulierung der Preise. Brötchen kosten eben 5 Pfennig. Die Miete für eine 60 Quadratmeter Dreiraumwohnung waren dann eben 60 Mark, ja, wovon man heute eben radikal träumt. Wir haben im Moment ein System, in dem eben Freiheit und Gleichheit miteinander immer im Kampfe liegen. Und dort, wo versucht wird, mehr Freiheit durchzusetzen, wird man notwendigerweise das nur zu Lasten der Freiheit hinbekommen, der Gleichheit hinbekommen und umgekehrt. Ich habe ja schon das allgemeine Gleichbehandlungsgebot und allgemeine Gleichbehandlungsgesetz angesprochen, das sich ja auch in der Textsammlung findet, das für das bürgerliche Recht mittlerweile eben sehr prägend geworden ist. Danach ist natürlich dann die Freiheit sehr stark eingeschränkt, wenn es etwa dem Arzt nicht mehr unbenommen ist, sich eine Krankenschwester zu wünschen, weil er damit möglicherweise den kranken Bruder oder männliche Bewerber diskriminiert und so weiter. Also das ganze Diskriminierungsrecht, Antidiskriminierungsrecht ist natürlich ein Aspekt, der unter diesem Gesichtspunkt from status to contract absolut rückläufig ist. In gewisser Weise könnte man sagen, es gab im 20. Jahrhundert einen gegenläufigen Prozess, nämlich vom Contract to Status. Man schaut jetzt wieder stärker auf den konkreten Status, den jemand hat, um ihm bestimmte Rechte zu
weisen. Das sieht man vor allem im öffentlichen Diskurs, wenn es um Quotenregelungen geht und so weiter. Darauf werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch zu sprechen kommen. Gleichwohl ist es wichtig für das Verständnis der Regelungsmaterie im BGB und in dem Kontext, was bürgerliches Recht ist, zu begreifen, dass jedenfalls die ursprüngliche Konzeption des BGB auf dem Prinzip der Freiheit basiert. Und das, man mag es jetzt kritisieren oder eben für richtig annehmen, basiert eben durchaus auf der Philosophie Kants. Es gibt eine schöne Monographie zu seiner Habilschrift von Wolfgang Kersting. Der hat also Kants Rechtsphilosophie zusammengefasst als wohlgeordnete Freiheit. Und ich glaube, dieser Begriff passt. Und dieser Begriff passt auch wunderbar auf das, was mit dem BGB uns eigentlich überliefert ist im Hinblick auf die Konzeption des bürgerlichen Rechts. Denn was sagt Kant, was Recht sei? Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Das heißt, entscheidend ist, davon geht Kant aus, dass wir in einer Welt freier Wesen leben und jeder hat ganz unterschiedliche Ziele und diese Ziele können durchaus in der Gesellschaft konträr sein. Ja? Und das führt eben zu Interessenkonflikten und diese Interessenkonflikte werden dann meistens unschön ausgetragen und das wollen wir eben nicht. Deswegen ist die zentrale Aufgabe des Rechts, die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit vereinigen zu wollen. Ich werde jetzt hier nicht ausführlich die Rechtstheorie oder Rechtsphilosophie Kants entwickeln, aber ich glaube, in dieser Formel ist der Grundgedanke natürlich sehr schön enthalten. Man kann es auch auf eine ganz einfache Formel bringen. Das heißt, die Freiheit des einen findet ihre Grenze an der Freiheit des anderen. Allerdings bekommt eben jeder das gleiche Maß an Freiheit. Was auf den ersten Blick relativ einfach klingt, ist für die Rechtsgestaltung, und wir sind ja hier in einem Studiengang Good Governance, also die Frage, wie setze ich dieses interessante Prinzip bitteschön auch um? Inwieweit ist die Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen in Übereinstimmung zu bringen? Nur soweit ein ganz einfaches Beispiel, das wir jetzt praktisch permanent realisieren können, unter dem Gesichtspunkt Masken tragen. Ja? Die einen sagen, hey, das ist ein massiver Eingriff in meine Freiheit. Und die anderen sagen, ja, das ist ja nun nicht so schlimm, damit schützt du aber meine Gesundheit. Und inwieweit ist jetzt das allgemeine Gesetz, dass es beiden Perspektiven auf das Maskentragen oder möglicherweise später dann irgendwann eine Impfpflicht oder was immer da noch kommen mag. Inwieweit ist so ein Gesetz gerechtfertigt, wenn es eben in die Freiheit des einen immer eingreift? Jedes Recht, das ist ganz klar, greift in die Freiheit des einen ein. Und warum ist der Eingriff in die Freiheit des einen legitim, wenn es eben den Freiraum des anderen ermöglicht? Und diese dauerhafte Abwägung zwischen den Freiheitssphären, dem, was der eine für richtig und für seine Freiheit relevant empfindet und dem, was der andere für seine Freiheit für wichtig und relevant empfindet, das ist ein ewig dynamischer Abwägungsprozess, für den es sicherlich keine ganz allgemeine Formel gibt. Der entscheidende Punkt aber bei Kant ist, dass er eben nicht davon ausgeht, dass es überhaupt so etwas braucht wie noch einen weiteren großartigen Menschenrechtskatalog. Denn wie er selber sagt, es gibt im Grunde nur dieses eine Menschenrecht und das ist Freiheit. Ja, und wenn man seine Konzeption von Recht und Rechtsgestaltung eines bürgerlichen Rechts zugrunde legt, dann ist das schon ambitioniert genug. Aber wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich dann Thema für eine Rechtsphilosophie-Vorlesung, aber für die Basis des bürgerlichen Rechts und für das Verständnis des bürgerlichen Rechts ganz zentral. Denn ein großer Schüler von Kant, wobei manche sicherlich bestreiten würden, dass Friedrich Karl von Savigny ein Schüler Kants gewesen ist. Gleichwohl hat Savigny eben für sich selbst gesagt, dass er im Grunde nur die philosophischen Schriften von Kant gelesen hat und alles, was nach Kant kam, hat ihn nicht mehr interessiert. Das hat ihm auch gereicht und meine These an dieser Stelle, ohne dass ich da in allen Details hier
etwas noch zu sagen muss, ist, dass Savini in der Tat diese Freiheitstheorie von Kant übernommen hat und sie seinem System des römischen Rechts im 19. Jahrhundert zugrunde gelegt hat. Und aus dieser Idee, dass man eben die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz zu vereinigen habe, in Verbindung dann mit den konkreten Rechtsinstituten, die Savini wie kaum ein anderer aus der unmittelbaren Anschauung der Rechtsquellen heraus destillieren wollte für das römische Recht, daraus ein Gesamtsystem des bürgerlichen Rechts zu formen. Das ist die große Aufgabe gewesen, die Savini nicht nur für sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich als Aufgabe gestellt hat, sondern im Grunde eine Aufgabe gewesen ist, in der ihm viele gefolgt sind. Die sogenannte historische Schule und die Pandektistik des 19. Jahrhunderts, die im Grunde am Ende die Vorarbeit geleistet haben für das, was dann im BGB bis heute auf uns gekommen ist, soweit es nicht komplett geändert wurde, dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, ist tatsächlich in seinem Fundament bei Kant nachzulesen. Das findet sich bei Savini etwa in seinem System im ersten Band auch recht deutlich und die Bezüge sind hier sehr naheliegend. Denn Savini geht auch hier davon aus, dass der Mensch eben inmitten der äußeren Welt stehe und das wichtigste Element in dieser seiner Umgebung ist ihm die Berührung mit denen, die ihm gleich sind durch ihre Natur und Bestimmung. Also klingt so ein bisschen verschrobelt, ist aber nichts anderes als Recht ergibt sich vor allem da, wo Menschen einander begegnen. Ja, Kant hat sich ja doch sehr auch abstrakt schon geäußert und immer von freien Wesen gesprochen, weil er meinte, eben seine Rechtstheorie müsste eventuell auch auf Marsmenschen oder andere kosmische Aliens zutreffen, wenn sie nur Freiheit besitzen. Und deswegen hat schon damals Kant nicht sich bemüht, den Begriff des Bürgers oder des Menschen zu wählen, sondern von freien Wesen gesprochen und auch diesen Begriff in gewisser Weise in dieser Abstraktheit hat Savini dann übernommen. Wenn also diese freien Wesen in Berührung miteinander geraten, weil eben diese freien Wesen unterschiedliche Zielvorstellungen haben, dann kann es zu Konflikten kommen und sollen nun in solcher Berührung, also Savini weiter, freie Wesen nebeneinander bestehen, sich gegenseitig fördernd und nicht hemmend in ihrer Entwicklung, so ist dieses nur möglich durch Anerkennung einer unsichtbaren Grenze, innerhalb welcher das Dasein und die Wirksamkeit jedes Einzelnen einen sicheren freien Raum gewinne. Und die Regel, wodurch jene Grenze und durch sie dieser freie Raum bestimmt wird, ist das Recht. Das ist also im Kern die Definition von Recht bei Savini, die er im Kern übernommen hat bei Kant, nur noch mal etwas weiter ausgeschmückt und damit auch zugrunde gelegt hat für das bürgerliche Recht, das Zivilrecht in der Gestaltung in Verbindung mit der historischen Rechtsschule des germanischen und des römischen Rechts. Und das Destillat aus all dem haben wir dann eben in der Frucht des 19. Jahrhunderts und des Liberalismus und eben der kantischen Philosophie und der römischen Rechtslehre. So könnte man es vielleicht mal auf eine Kurzformel bringen, die dann eben in dieser wohlgeordneten Freiheit uns das bürgerliche Recht präsentiert. Vom Ausgangspunkt alles sehr vernunftrechtlich angehaucht und nicht zu ändern, aber deswegen eben sehr tief konzipiert. Sehr tief konzipiert und deswegen durchaus eben auch tief gedacht. Wir werden das ja dann, wenn wir uns die Details des bürgerlichen Rechts anschauen, immer wieder sehen, dass es hier tatsächlich auf geradezu allgemeingültige Aspekte hinausläuft, die tatsächlich durchaus vernunftrechtlicher Natur sein könnten.